natürlich ist der Trainer immer mitverantwortlich für diese Mannschaft. Steht außer Frage. Aber wenn du 11 Blinde auf dem Platz hast, was soll denn ein Beispiel oder meinst du das? Nein, was soll denn ein Trainer machen? Was soll denn ein Trainer machen? Wir gehen jetzt einmal davon aus, die Mannschaft, die gestern gespielt hat von Anfang an, könnte man sich vorstellen, dass die nächste bei der Euro, dass die vielleicht die ersten 11 sind. Können wir mal von ausgehen. Wäre möglich. Das war Musiala, Füllkrug, Neuer, die noch verletzt waren. Genau, da kommt der eine oder andere vielleicht noch dazu, vielleicht aber auch nicht. Weiß er nicht, ob der Neuer irgendwann mal seine Beine wieder repariert kriegt oder nicht. Vielleicht spielt er dann. Aber ich glaube einfach, ich würde mal ein konkretes Beispiel nehmen. Wenn ich einen arroganten, völlig überheblichen Emre Can in einem Fußballspiel sehe, der auf dem Platz rumrennt und versucht, Fußball zu spielen, das er gar nicht kann. Da muss ich sagen, da mache ich alles verkehrt, was man verkehrt machen kann. Ich habe gerade vorhin zu Stefan gesagt, wir sind früher zur Nationalmannschaft gefahren oder zu den Spielen gefahren. Da war egal, wer unser Gegner war. Wir wollten immer das Beste geben. Aber guck dir doch mal an, wie die rumrennen. Die rennen ja rum wie Falschgeld. Da weiß ja keiner, wir können ja durchgehen. Wir lassen mal Sané und Kimmich, der gestern ordentlich auf der rechten Seite gespielt hat. Wirtz würde ich vielleicht auch noch ausklammern. Wirtz, hast du was gesehen von dem? Ja, der hat ein Tor vorbereitet. Ach so, das ist auch ganz wichtig, dass man ein Tor vorbereitet und verliert 4-1. Das ist ganz wichtig. So, also ich lasse jetzt einmal Ter Stegen, Kimmich und Sané ein bisschen raus. Aber alle anderen 8, die kannst du in die Tonne kloppen. Schick die nach Hause, die sollen laufen gehen. Weil mit Ball können die nichts anfangen. Ich finde es eine Katastrophe, wenn sie einen Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft zu Hause so präsentiert. Sei mal nicht böse, was soll ein Trainer machen? Der hat für mich nochmal, wir können ja auch das nächste Beispiel, Gündogan, der Spieler des Jahres geworden ist, der die Champions League letztes Jahr gewonnen hat, der hat die letzten 15 Spiele bei der Nationalmannschaft, ich habe den gar nicht gesehen. Ich komme damit nicht klar, wenn du, Mario, wirklich sagst, 11 Blinde. Also 11 Blinde sind das ja nicht. Die spielen bei... Ja, aber so spielen sie doch gerade im Moment. Ja, aber dann musst du ja hinterfragen, wer gibt die Führung vor? Wer ist dafür verantwortlich, für die Aufstellung, für die Einstellung, für die Taktik? Und das ist dann der Trainer. Und ja, dann müssen wir da wieder zurückschauen. Stefan. Also 11 Blinde haben wir aber nicht in der Mannschaft. Du hast Gündogan gerade genannt. Der spielt eine ganz entscheidende Rolle bei Man City, ist Kapitän. Also das kann ja jetzt kein Blinder sein. Aber alle anderen auch, die haben mehrfach die Champions League gewonnen. Also Qualität ist ja da. Natürlich, aber warum bringst du es denn nicht auf den Platz? Hast du jemals auf den Trainer gehört? Hast du jemals auf den Trainer gehört? Mich hat es gar nicht interessiert, was der Trainer gesagt hat. Ja, gut. Also. Ja, ich musste auf den Trainer hören, weil ich war Kapitän, du warst ja nie Kapitän. Nein. So, ein Kapitän muss auf den Trainer hören. Das geht ja nicht. Weil auf der Kapitän muss den Mitspielern sagen, was sie zu tun haben, die nicht auf den Trainer hören. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber der Gündogan kannst du mit seiner Leistung auf dem Platz gar nicht sagen. Hast du Aber die, der hat ja doch überall gezeigt. Die hat er doch überall gezeigt. Warum zeigt er sie nicht? In einer Mannschaft, mit der er Aber dann musst du das Trainerteam hinterfragen. Dann geht das um das Trainerteam. Und wir nehmen nicht nur Hansi Flick, sondern alle, die dabei sind. So ist es.